Bei der vierten Übungsaufgabe beschäftige ich mich mal mit dem Lottospiel. Das kennt hoffentlich jeder, die große Trommel, wo 49 Kugeln drin rum durchgewühlt werden und da werden 6 Stück nacheinander rausgezogen und die werden hinterher der Größe nach geordnet. Das heißt, die Reihenfolge spielt schon mal keine Rolle. Es handelt sich um eine Kombination. Und wenn die erste Kugel gezogen ist, gibt es immer eine Möglichkeit weniger für die nächsten. Also für die nächste Kugel. Also es ist immer eine Kombination ohne Wiederholung. Jetzt sind allerdings nicht die Möglichkeiten 6 aus 49 gefragt, sondern es ist was anderes gefragt. 4 richtige sind gefragt. Und da überlegt man sich Folgendes. Es handelt sich um 2 Urnenexperimente. Einmal haben wir 6 richtige. Und aus denen werden 4 mit einem Griff gezogen. So, und da es eine Kombination ohne Wiederholung ist, gilt hier der Binomialkoeffizient. N ist gleich 6 und K ist 4, also 6 über 4 Möglichkeiten gibt es, 4 aus 6 zu ziehen mit einem Griff. So, wenn es 6 richtige gibt, gibt es 43 falsche. So, und davon werden 2 herausgezogen mit einem Griff und die Möglichkeiten da dafür sind 43 über 2. Und jetzt muss man die 2 Möglichkeiten nur noch miteinander multiplizieren und hat die Zahl. Die habe ich jetzt nicht ausgerechnet, weil die findet man im Internet. Gut, und jetzt wäre ich bei meiner letzten Aufgabe angelangt, die ich vorstellen möchte.